Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Eine Fülle von Aufgaben erwarten uns plötzlich hier in der Gegend von Levians Kreuzung. Ich bin schon mal aus der Schmiede rausgegangen, hier über den Fluss, denn bevor wir das Ganze angehen, sollen wir, das wurde uns gesagt, nochmal mit Harchand Bronze sprechen. Ich habe übrigens auch die relativ wertvollen Waffen, die ich meine, nicht mehr zu brauchen, verkauft. Wir haben jetzt im Moment ziemlich viel. Ihr seht es hier, ein Eisen, 31 Bronze dabei. Ich habe, das kann ich jetzt schon mal ansagen, auch vor, bevor wir losziehen, nochmal auf den Turm zu steigen. Oder wie auch immer wir dort hochkommen, wir steigen ja nicht. Wir teleportieren in irgendeiner Form. Denn, ja, ich denke, ich werde an der Gruppe, tatsächlich an der Gruppenzusammensetzung noch was ändern. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal Harchand Bronze. Schicksalsbänder, danke, dass du gekommen bist. Es tut mir leid, dass wir uns nicht unter besseren Umständen unterhalten können. So, du wolltest mich sehen. Ja, das ist einfach inakzeptabel. Ich habe Nerath über den Diebstahl und die Entführung in Kenntnis gesetzt. Während ich auf eine Antwort warte, solltest du die eisengebundene Meisterin suchen. Wenn wir sie wiederfinden, ist Nerath vielleicht eher geneigt, zu verzeihen. Als jemand, der schon einige Zeit mit Nera zu tun hat, empfehle ich dir, dieses Durcheinander umgehend zu entwirren, und wenn du das getan hast, solltest du ein oder zwei Opfergaben erwägen, um den Chef zu beschwichtigen. Also ehrlich gesagt fühle ich mich hier gar nicht so sehr schuldig. Naja, gut, ich meine, wir haben dafür gesorgt, dass die Geschmähten hier weg sind, aber das war ja eigentlich auch in seinem Interesse. Schauen wir mal. Außerdem haben wir gar nicht vor, eigentlich die Meisterin zu ihm zu bringen, also das wird, glaube ich, noch zu einem Konflikt werden. Du weißt schon, was er am meisten liebt, faszinierende Persönlichkeiten. Ich kann dir garantieren, dass er mit diesem Retemon sprechen will. Nur, obwohl, das können wir, diesen Gefallen können wir ihm vielleicht tun. Er hält inne und kratzt sich nachdenklich am Kinn. Mit Eldian auch, wenn ich mir es recht überlege, dieser alte Mann weiß recht gut über das Kommen und Gehen an diesem Ort Bescheid. Es wäre doch besser, wenn er solches Wissen mit Nerats Stimmen teilt, oder? Oha, wir wissen, was das bedeutet. Hat denn nicht jemand mal gesagt, dass er noch niemanden hat rausgehen sehen aus dem Zelt von Nerats Stimmen, der mit dem er reden wollte? Wenn du dir so viel Sorgen darüber machst, wie Nerath reagiert, warum hast du ihm es dann überhaupt gesagt? Wenn er je herausfinden würde, dass ich ihm Informationen vorenthalten habe, könnte es noch schlimmer für mich kommen. Vertrau mir, die Meisterin zu finden, bevor Nera Zeit hat, wütend zu werden, ist der einzige Weg, diese Sache mit möglichst wenig Blutvergießen zu lösen. Wo soll ich überhaupt anfangen, nach der eisengebundenen Meisterin zu suchen? Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Harchand schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, dass die Bruderschaft sich in den Altmauern versteckt, aber ich weiß nicht, ob du dich blindlings in einen Kampf gegen einen möglicherweise recht großen Trupp Bruderschaftssoldaten stürzen solltest. Außerdem wurden sie kürzlich in der Nähe des abtrünnigen Sumpfs gesehen. Es wäre eine gute Idee, dem zuerst nachzugehen. Vielleicht findest du etwas über die Bruderschaft in den Altmauern heraus. Der war, glaube ich, schon mal erwähnt worden, der Sumpf. Wir schauen gleich mal im Questbuch. Was kannst du mir über den abtrünnigen Sumpf sagen? Eigentlich nicht viel. Tut mir leid. Wenn ich dort nichts verkaufen kann, habe ich auch keinen Grund hinzugehen. Eldian kann es dir sagen. Er ist dort zu Hause. Okay, müssen wir nochmal zurück und mit Eldian sprechen? Möglicherweise. Gut, also gehe zum abtrünnigen Sumpf, ist als Quest dazugekommen. Mir war so, als ob der schon nochmal irgendwo anders erwähnt wurde. Ich gucke mal ganz kurz. Die verschwundene Lieferung. Ja, genau. Lohara hat erwähnt, dass ihre Waffenlieferung durch den abtrünnigen Sumpf transportiert wurde. Alles klar. Dann haben wir noch den Zwillingsfluss und die Bruchebenenwildnis. All das hier in der Gegend. Mit verschiedenen Dingen, die wir erklären müssen. So, wisst ihr was? Ich spreche hier nochmal diese Dame an, Carmelita da oben. Denn das letzte Mal hatte sie irgendwie nicht mit uns reden wollen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum laufen nur die zwei da los, wenn ich sie anklicke. Auch ein bisschen merkwürdig. Na, gucken wir mal. Und vor allem, Waldo bleibt unten stehen. Eigentlich würde ich ja jetzt hochrufen. Ich habe völlig vergessen, was die eigentlich zu sagen hatte. Ja, gut.
guten Tag. Ach so, ja gut, das kann man auch schnell mal vergessen. Okay, dann müssen wir leider jetzt nochmal rüberlaufen zu Eldians Haus. Denn möglicherweise gibt es da noch weitere Informationen über den Sumpf. Danach werden wir aber zum Turm gehen, wie versprochen. Und dann brechen wir auf. Wir müssen ja auch rasten, weil du es verwundet. So wollen wir nicht los. Und es gibt ja diesen Turmbonus. Ich denke, das ist sowieso gut, auf dem Turm zu rasten. So, wir gehen mal rein hier. Warten aber noch auf die anderen, die jetzt kommen. So, kann er uns noch was sagen? Oder hat er uns schon alles gesagt? Möge die Stille des Friedens und das Klimpern von Ringen, die überall hin folgen. Ja, tatsächlich, wir können ihn nochmal ansprechen. Was kannst du mir über den abtrünnigen Sumpf sagen? Er ist trostlos öd und sumpfig. Für gewöhnlich verirrt sich niemand dorthin, weshalb die Bruderschaft die Gegend als Reiseroute verwenden. Die Gefahr ist geringer, jemanden zu begegnen. Wenn Rettemon irgendwo hin will, dann vermutlich über den Sumpf. Alles klar, das war jetzt nicht sonderlich informativ. Sorry, I can't. So, und jetzt will ich die Karte eigentlich verlassen. Ich glaube, der schnellste Weg zum Turm ist es, nicht über die alten Mauern zu gehen, sondern einfach über den Kartenrand. Aber da fällt mir auf, hier können wir die Karte gar nicht verlassen. Wir müssen das hier tun. Also noch ein kleiner Lauf über die Brücke. Und dann müsste es auf den Turm gehen, ja. Ich kann schon mal verraten, was meine Überlegung ist. Ich würde gerne tatsächlich mit Sirin mal mitnehmen in unsere Gruppe. Und dafür Lantry zu Hause lassen. Das hat zwei Gründe, zu denen ich gleich komme, aber wir begeben uns erstmal auf den Turm. Genau, sehr schön, das klappt. So, und der Grund, also zwei Gründe, sagte ich. Der erste Grund ist so ein bisschen inhaltlich, sage ich jetzt mal. Also, dass Valdur, glaube ich, sehr fasziniert ist von der Macht von Sirin. Denn sie deutete ja an, dass sie sogar Kyros irgendwie möglicherweise angreifen könnte und erschüttern könnte. Also ich glaube, dieser Gedanke hat ihn ganz stark gefesselt. Insofern will er vielleicht sie in der Nähe haben und ihre Macht kennenlernen. Das ist das eine. Und das zweite ist auch so ein bisschen die Erfahrung, dass Lantry zwar irgendwie natürlich sehr, sehr hilfreich ist durch seine Heilung und durch seine Verstärkungszauber, aber im Kampf doch häufig relativ wenig beizutragen hat, wenn nicht gerade geheilt wird. Und insofern mal der Versuch, mit Sirin eine andere Art von Zauberin mit reinzubekommen, die auch gewissermaßen unterstützen kann vielleicht, den Gegner natürlich schwächen kann. Sie hat ja offenbar solche Gesänge, die wir nutzen können. Vielleicht sind da auch Gesänge dabei, die heilen können. Das können wir mal überprüfen. Okay, das ist das eine, was wir machen. Und dann gucken wir mal. Ich habe gesehen, hier im Turm Menü, dass zwei neue Gegenstände da sind. Außerdem, wir haben eine Menge Geld. Damit können wir auch was anfangen. Insofern, jetzt ist die Frage, wo finden wir jetzt eigentlich neue Gegenstände? Gibt es das hier beim Meisterschmied? Ich muss mich erstmal hier orientieren. Ah ja, schaut mal. Oh, und wir können hier auch noch fragen wegen der Rüstung. Richtig, das hat man das letzte Mal, glaube ich, absichtlich nicht gemacht. Naja, hast du einen Gegenstand für mich fertig geschmiedet? Die Arbeit geht mit nur einem einzigen Rekruten langsam voran, aber immerhin geht sie voran. Okay, alles klar, Bronzebarren. Das ist ja sein Job, prima. Das müssten dann auch die beiden gewesen sein, oder? Ja, genau, okay. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir direkt mal mit unserem Gold schon die nächsten hier anwerben? Insgesamt, wie war das nochmal? Gleich durften wir 6, glaube ich, ne? Genau, Rekruten 1 bis 6. Tja, Feuer beherrschen, Frost beherrschen, das ist natürlich ganz gut, will ich aber eigentlich gar nicht steigern über Lehrer. Händler für leichte Rüstungen, interessant. Das kann man durchaus gebrauchen, wobei man auch viel findet. Ich denke, wir werden als nächstes mal den Schmelzmeister holen, der uns Eisenbarren herstellt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Den werden wir mal anwerben. So, was haben wir denn noch? Ein Händler, der sich auf einzigartige Waffen spezialisiert hat. Das klingt auch ganz interessant, ehrlich gesagt. Vermutlich aber sehr, sehr teuer. Ne? Da gucke ich mir erstmal um, ob ich noch irgendwas anderes hier machen oder kaufen will. Belassen wir es erstmal dabei. Und jetzt gehen wir mal zu Sirin.
Wie konnte man gleich nochmal jetzt die Gruppe wechseln? Habe ich noch nie gemacht. Ich spreche nochmal mit ihr. Sie lächelt und errötet ob ihre eigenen Worte. Ah ja, tatsächlich, auf diesem Wege geht das. Okay, jetzt halt. Jetzt muss ich nochmal kurz eine Sache überprüfen. Nämlich, was passiert eigentlich mit dem mit seinen Klamotten hier? Legt er die ab? Das ist immer so eine Frage bei dieser Art von Spielen. Wir testen das mal, indem wir einmal Wachtod ihm lassen. Und dann mal gucken, wie viel Wachtod besitzen wir. Jetzt im Moment 4. Also wenn nachher es 5 Wachtod sind, dann hat er es mit abgelegt. Und ich überlege mal, was wir noch ihm wegnehmen. Na, ich weiß nicht, was sie gerade für Klamotten hat. Deswegen machen wir ihn direkt mal nackig. Weil ich denke, sie wird auch so eine leichte Rüstung haben. Handschuh des Gelehrten. Okay. Ja, der Ärmste. So, Sirin. Nun, dann gehen wir. Wenn du mir die Wunder der Welt zeigen willst, dann gewiss nicht hier. Ja, ich will dir die Wunder der Welt zeigen. Okay, also, Lantry raus und sie rein. Okay, damit ist sie erstmal in der Gruppe. Sie müssen wir natürlich jetzt aufleveln und ich muss mich mit ihren ganzen Eigenschaften befassen. Aber wir gucken erstmal nach dieser Frage, die ich klären wollte mit dem Wachtod. Ne, 4. Tatsächlich behält er die Sachen. Na gut, gut zu wissen. Okay, liebe Leute, ich mache, das Video ist noch nicht zu Ende, aber ich mache an dieser Stelle jetzt mal einen Schnitt, weil ich erstmal ausführlich mich selber mit Sirins Fähigkeiten befassen will und dann komme ich zur Entscheidung und dann können wir gemeinsam aufleveln und dann zeige ich euch, was ich da steigern will und welche Zauber wir nutzen wollen. Wir müssen dann bei unseren Leuten auch noch die Zauber ändern und außerdem noch gucken, ob wir unser Geld noch irgendwie sinnvoll investieren können. Also es gibt hier ein bisschen was zu tun. Wir sehen uns gleich wieder. Dann entfalte ich das alles. So, ich bin zurück, habe mir alles genau angeguckt und insofern können wir weitermachen. Aber ich kann euch zuerst einmal beruhigen. Ich habe den guten Lantry wieder angekleidet, denn seine Kleidung, die er anhat und die wir auch noch nicht verändert hatten, die kann nur er tragen. Auch seine Kopfbedeckung hilft nur ihm. Insofern sieht er hier wieder zivil aus. So, jetzt aber zu Sirin. Und ich denke, wir schauen uns erstmal an, was sie selber eigentlich im Moment besitzt, anhat. Einmal die Schandmaske des Singvogels, das kennen wir schon. Diese Kopfbedeckung können wir ihr nicht abnehmen. Also auch das ist fest. So, aber es hat auch ein paar Vorteile. Ist gar nicht so schlecht. Gibt ein bisschen Rüstung. 6% Abwehr, 6 ist Genauigkeit immerhin. Und dann hat sie spezielle Kleidung, leichte Rüstung, die nur sie ausrüsten kann und die auch insgesamt so kohärent ist. Ich habe auch keine bessere, leichte Rüstung im Moment. Insofern lassen wir das einfach für sie. Und sie hat einen relativ guten Stab. Misstönende Melodie heißt das Ganze. Der große Vorteil ist, sie hat wirklich eine sehr, sehr schnelle Erholung. Insofern, weil sie vermutlich nicht so viele Zauber hat, kann es gut sein, dass wir auch ab und an mit dem Stab dann auch tatsächlich angreifen. Außerdem hat es den Unterhalter-Perk, der bringt ihr plus 15 Auftreten. Auftreten ist eine Eigenschaft, ich glaube, die nur sie hat, denn sie bestimmt, ja, wie mächtig ihre Lieder sind, die sie singt. Je besser Auftreten ist, umso höher Trefferchance und kritische Trefferchance. Und da kommen wir jetzt zu der sie bestimmenden Spielmechanik. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das folgendermaßen. Also immer wenn ein Kampf beginnt, stimmt sie ein Lied an, das man auch definieren kann, dass diese Lieder werden freigeschaltet durch, ja, im Prinzip durch die Level, die sie erreicht hat, automatisch. Wir sind jetzt hier bei Rot fließt unser Blut, Level 8. Los ging es hier mit Todbringer. Ich gehe mal davon aus, also die haben unterschiedliche Effekte, genau, wir schauen uns das mal an. Also sie singt jetzt dieses Lied und dieses Lied hat unterschiedliche Strophen und die dauern dann etwa hier, ihr seht es, 6 Sekunden. Ich glaube, nee, das ist nicht die Standardzeit. Also hier dauert es 6 Sekunden. Und das hat dann in dieser Zeit bestimmte Effekte. Also bei diesem Lied ist es so, es gibt eine +4 Stärke für die Befreundeten. Dann gegen die Gegner 8 Rüstungsschaden, also 8 Säureschaden. Dann wieder für die Freunde 6 Entschlossenheit und so weiter und so fort. Ja, die sind aber
Ja, das ist immer eine Mischung aus Dingen, die einem helfen, gegen Dingen, die dem Gegner schaden. Und insofern werde ich jetzt auch das beste Lied jetzt auch einschalten. Ich sehe jetzt keinen Grund. So, durch das Lied, durch die Lieder hält sie wohl nach jeder Strophe Atem. Und diesen Atem wiederum kann man einsetzen, um nochmal spezielle Arien, Arien einzuschieben, die dann auch nochmal Effekte haben. Hier zum Beispiel die Arie der Gewalt, mit der man Schaden macht, sogar relativ viel und auch noch die Gegner wegschiebt. Da werden wir gleich noch mehr dazu holen über die verschiedenen Fertigkeiten. Das ist also erstmal das Grundprinzip. Außerdem kann sie aber auch ihr Wissen einsetzen, um eigene Zauber zu wirken, so wie wir das von Lantry kennen. Insofern starten wir, glaube ich, mal damit, indem wir hier ihre Talente vergeben. Die Lieder, die werden automatisch freigeschaltet und hier kann man sich für Frieden oder Krieg entscheiden. Und das sind, ja, hier ist es vor allem offensiv gegen Gegner, teilweise auch mit Schaden verbunden. Hier sind das Buffs der eigenen Truppe bei Frieden, aber auch die Buffs des Gegners, auch teilweise Schaden. Mir gefällt der Friedensbereich besser. Da sehe ich sie eher in dieser Rolle als starke Unterstützerin. Deswegen werden wir unsere Punkte hier verteilen. Und zwar folgendermaßen. Einmal den Start, die Arie der Entschlossenheit. Ja, ihr seht es, verlängert die Dauer von hilfreichen Effekten und verleiht einen Bonus auf Ausweichen und Parieren. Dazu brauchen wir aber eben erstmal diesen Atem. Dann werde ich die Arie der Dissonanz mal wählen. Erhöht die Effektivität der Rüstung. Und das ist hier ein interessanter Punkt. Gemächliches Tempo. Serin verlangsamt ihre stimmliche Progression und damit das Tempo ihrer Lieder. Ihre Strophen dauern länger an, während gemächliches Tempo aktiv ist. Ich bin mir nicht so sicher, warum man das eigentlich wählt, weil klar, die Effekte dauern jeweils länger. Möglicherweise gibt es eine Pause zwischen den Strophen und insofern ist es vielleicht hilfreich, dass die Effekte länger dauern, aber man will ja eigentlich auch Atem haben und der endet ja, glaube ich, immer nach der Strophe. Insofern bekommt man hier langsamer auch Atem, wenn ich das richtig verstanden habe. Insofern nehmen wir das mal nicht. Wir nehmen hier entwaffnende Erscheinung. Sirins harmloses Aussehen führt dazu, dass Feinde sie unterschätzen. Das verleiht ihr einen großen Bonus auf die Absetzverteidigung. Machen wir das mal. Das können wir danach auch verbessern, das ist auch noch interessant. So, wir gehen hier runter weiter. Verteidigungsruf, das gefällt mir. Wenn der Kampf beginnt, stößt Sirin reflexartig einen Schrei aus, der sie und Verbündete in ihrer Nähe beschützt. Das machen wir. Dann gehen wir auf kristalline Kontrolle. Durch vorsichtige Zurückhaltung kann Sirin ihre Stimme über längere Entfernungen hinweg kontrollieren, erhöht die Reichweite der defensiven Lieder. Also hier die. Ich glaube, da sind diese Sachen gemeint. Ich weiß nicht, ob die Arien auch gemeint sind. Werden wir mal sehen. Und ich werde lange Atem nehmen. Das wiederum ist von Vorteil, dass der Atem, den wir gewinnen durch die Strophen nach dem Kampf, länger beibehalten wird. Denn ansonsten verliert man das nach Ende des Kampfes, glaube ich, ne? Direkt. Okay, und dann haben wir noch einen Punkt. Und da werde ich hier mal einen Schaden nehmen. Die Arie des Winters. Mit einigen leisen Noten entfesselt Sirin eine Welle eisigen Winds, die über Feinde hinwegspült und sie eingefroren zurücklässt. Ein 6 Meter Radius in einem Kegel, ja, 13 Sekunden eingefroren, scheint mir relativ stark zu sein, aber man braucht dafür auch 7 Atem, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, das speichern wir mal. Das sortieren wir nachher noch bei ihr. Und jetzt müssen wir noch die Attribute vergeben. Ich werde hier eine Mischung machen aus Schnelligkeit und Vitalität. Ich habe gesehen, Vitalität ist für Auftreten entscheidend. Mal 1,5. Insofern werden wir hier mal 3 steigern und die restlichen 4 in Schnelligkeit. So weit, so gut. Das wäre das. Und jetzt gehen wir nochmal zu den Zaubern. Denn auch sie hat hier 4 Slots, die wir nutzen. Und ich denke, wir werden ihr genau also die Rolle zuweisen, die Lantry auch hatte. Nur, dass sie neben diesen Möglichkeiten des Heilens einfach auch ihre Lieder singt und ihre Arien noch singen kann. Ich glaube, das macht sie ein bisschen flexibler. Sie ist natürlich nicht ganz so gut mit diesem Wissen 53, das ist klar. Aber wir starten mal mit den Heilsachen und machen mal hier die heilsame Berührung 35. Wir können da noch was machen. Ich werde aber die Reichweite erhöhen, weil sie sollen nicht so nah rangehen. Also geben wir das erstmal. Dann, ja, den heilenden Hauch können wir eigentlich noch hinterher machen.
Finde ich in Ordnung. 50, das kann sie gerade so. Weisen wir auch nochmal zu. Dann denke ich, machen wir ja das, was Landry auch hatte. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, nämlich das Waffenpolieren. Das weisen wir zu. Und zu guter Letzt, und das ist dann auch die letzte Schule, die sie können soll, soll auch sie die geisterhafte Trübe können. Und zwar machen wir da mal die Intensität hoch. Reichweite 2 Meter. Das ist eigentlich nur für sie gedacht. Insofern ist die Reichweite jetzt nicht so ganz so entscheidend. Genauigkeit auch nicht. Erholung auch nicht. Dann erhöhen wir die Dauer. Okay, das sind dann ihre Zauber, die sie jetzt hat. Das wäre dann das. Wobei, das muss ich dann jetzt nochmal ein bisschen sortieren. Das mache ich aber später. Wo wir gerade dabei sind, wir können nochmal unsere Charaktere durchschauen und gucken, ob wir nicht Sachen sperren können. Zum Beispiel, Waldur braucht keine Zweihandwaffen. Das können wir ihm rausnehmen. Das soll ruhig alles weitergemacht werden. Hier haben wir schon gesperrt. Wie sieht es bei ihr aus? Bögen und zwei Waffen ist in Ordnung. Das ist auch alles in Ordnung. Hat sie Atropiefeuer und Illusionen? Wir hatten ihr mal Illusionen gegeben, ne? Im Moment ist das Trübe ist Illusion, ja, genau. Wir können ihr Atrophie wieder wegnehmen. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht hatte. Aber ich glaube, das ist nicht nötig, dass das besser wird. So, und bei ihm Einhandwaffen, Zweihandwaffen vielleicht. Ja, tendenziell nutzt er die eher nicht. Unbewaffneten Kampf, das ist meines Erachtens unnötig. Und die anderen Sachen sind sinnvoll und bei ihr Magierstab bleibt. Der Rest wird meines Wissens sowieso nicht gesteigert, wenn es nicht eingesetzt wird. Brauchen wir also auch nicht sperren. Okay, das scheint so erstmal zu funktionieren. So, dann bin ich noch lange nicht fertig. Es gibt hier einiges zu tun am Turm. Ich will doch noch mal weitere Rekruten anwerben. Wir haben ganz schön Geld und warum nicht das Ganze nutzen? Wir können aufgrund unserer Eroberungsvorgeschichte Tyron den Schwindler anwerben. Aus der Bastardstadt, der wertvolle Gegenstände beschaffen kann, die unbeobachtet gelassen werden. Das gefällt mir gut. Den werden wir anwerben. Und zusätzlich würde ich gerne noch Leichenauge. Der hat einzigartige Gegenstände. Also mich interessieren jetzt nicht so diese Standardwaffen, die jetzt hier so ein Schmied produzieren kann. Aber das könnte hier und da vielleicht interessant sein. Okay, die beiden werden noch kommen. So, dann sind wir aber noch immer nicht fertig, denn ich will hier doch mal mit Follos sprechen und will eine Sache mal in Auftrag geben. Ich habe mir diese einzigartigen Gegenstände mal angeschaut, die er machen kann. Sind interessante Sachen dabei. Sollten wir immer mal wieder gucken kommen. Manche sind auch nur für bestimmte Charaktere möglich und einen, den finde ich zum Beispiel jetzt schon mal ganz gut, nämlich Stolz des Vergessenen. Das ist ein Schild. Dieser Schild ist dem Deckel eines traditionellen nordländischen Sarkophags nachempfunden. In das Metall gravierte Runen stellen arkane Worte des Schutzes und der Langlebigkeit dar. Der Schild ist viel zu schwer für einen durchschnittlichen Soldaten und nur ein Nordmann kann seine Bedeutung wirklich wertschätzen. Der ist ausgezeichnet. Ich denke mal, es kann sein, dass er vom Parieren und Ausdauer ein bisschen schlechter ist als der, den wir haben. Aber halt von Parieren und Ausweichen. Aber der hat hier Überlebender noch als Zusatzfertigkeit. Minus 50% erlittener Schadenstyp beliebig, wenn Gesundheit unter 35%. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Das lässt ihn noch länger durchhalten. Das gefällt mir gut. Das werden wir schmieden. Mit 3 Bronze für 3 Bronze und 25 Bronze Ringen. Okay. Dauert natürlich jetzt eine gewisse Zeit. Fertigung ist begonnen. Und wir sind immer noch nicht fertig, denn ich will jetzt hier nochmal an den Amboss gehen. Und hier können wir nämlich vorhandene Waffen verbessern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diesen Stab, dass wir den öfter nutzen werden, weil sie vielleicht nicht so viele andere Möglichkeiten hat. Deswegen werde ich den mal upgraden. 10 Gold, also 10, ich sage immer Gold, 10 Bronze, 1 Bronze Barren. Dauert 5 Stunden das Ganze. Wir können ihn auch noch weitermachen. Auf ausgezeichnet bringen, 20 und 3 kostet uns das. Und wisst ihr was? Wir machen das jetzt. Wir machen das einfach. Wir haben es. Okay, den Rest finde ich jetzt nicht sinnvoll abzugraden. Er hat schon ein ausgezeichneten Speer und ihre Waffen, die lassen wir erstmal auf gut, da kommen wir vielleicht später drauf zurück. Und bei ihm, den Stab nutzt er ja fast nie zum Angriff. Okay,
Das soweit. Dann haben wir erstmal unser Geld schön ausgegeben. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt will ich schlafen eigentlich hier. Müssen wir da irgendwo reingehen oder können wir... Wie übernachten wir denn hier auf dem Turm? Ach, einfach wahrscheinlich das Lager aktivieren, ne? Gibt kein dezidiertes Zelt. Okay, dann machen wir das so. So, dann müssen wir unseren Rastbonus bekommen. Jetzt ist die Frage, warum hat sie eigentlich hier so ein... Ist sie fast beim nächsten Level? Ich weiß gar nicht, warum das so aussieht. Jetzt ist die Frage, jetzt müssten doch eigentlich die neuen Leute schon gekommen sein. Sind sie aber nicht. Sehen wir hier, ob die Gegenstände schon da sind? Sind sie auch nicht. Okay, wir sind aber immer noch nicht fertig, denn ich will noch einmal reisen auf den anderen Turm. Auch da gibt es noch was zu tun. Auf zum Turm des Berges. So, und da sind wir. Und erstmal, hier hatte die eine doch, glaube ich, Rastvorräte für uns hergestellt, ne? Ah ne, das war üben erstmal. Genau, üben, das wollte ich nämlich. Das können wir nämlich auch schon wieder. Und wir werden bei ihr die Zwei-Waffen-Kunst weiter verbessern bei Lyra. Komplett. Und bei ihm werden wir Parieren verbessern. Okay. Ja, bei den anderen machen wir das hier nicht. Ja, dann schaue ich noch mal ganz kurz. Revos, aber ich glaube, da gibt es gar nichts zu tun. Nee, ach, schaut mal, hier könnten wir so rasten. Wollen wir aber jetzt nicht. Dieser Rastbonus gibt uns plus 5 Parieren und plus Rüstung. Finde ich ganz hübsch. Ach nein, die andere. Ach, jeder Turm, egal auf welchem Turm wir rasten, wir bekommen alle Turmrastboni. Oh, das ist natürlich auch sehr, sehr mächtig. Gut, wir können zur Sicherheit hier noch einen Rastvorrat mitnehmen. Ich glaube, er müsste doch das hier irgendwie für uns zur Verfügung stellen, oder? Irgendwo müsste hier noch ein Rastvorrat rumliegen. Ich weiß nicht, wer den hat. Ist aber auch Banane. Tücher und der Schwindler. Ah, schaut mal. Richtig. Genau, ich habe die für diesen Turm ja geholt. Ah, das hatte ich kurz verwechselt. Ja, genau, ich wollte aber die beiden, das war jetzt kein Irrtum. Sprechen wir mal mit denen. Ich finde, dass luftige Höhen sich am besten für jemanden eignen, der sich mit Gespinsten und Geflüster befasst. Nicht nur die Schatten wissen viel, ich sehe und höre viel auf meinem Plätzchen hoch auf deinem Turm. Soll ich dir das Geflüster verraten, das ich gehört habe? Ja, sehr gut. Welche Hinweise und Gerüchte hast du für mich? Hier ist ein kluger Ratschlag für dich. Bleibe außerhalb der Altmauern, mein Freund. Toll, was für ein kluger Ratschlag. Dafür zahle ich dir Geld? Befrag nochmal. Oh, wir können hier richtig diverse Themen ansprechen. Wie bist du in Thünons Gericht gelandet? Die Kunde von unserem Kunststück in der Bastardstadt verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Stufen. Zur Erinnerung. Ah ja, das war der Typ, den wir engagiert haben, der uns mit einem kleinen Kontingent von Kyros Elite an den Stadtmauern vorbeigeschmuggelt hatte. Sehr cool. Okay, Tychon reibt mit einem Finger über seine vernarbten, von Schnittwunden gezeichneten Lippen. Dabei schmunzelt er in Erinnerung dieser für ihn offensichtlich angenehmen Begebenheit versonnen. Danach habe ich einige Zeit damit verbracht, Fünftauges Männer in der Kunst meines Gewerbes zu unterrichten, aber mein Verlangen nach Ringen war schon immer dringender als mein Verlangen nach Blut. Also habe ich mir ein Plätzchen im Gericht geschaffen. Sicher verstehst du gut, mein Freund, dass der Wert derer, die unterscheiden können, ob ein Ohr für ein Flüstern geeignet ist oder nicht, nicht unterschätzt werden sollte. Und es gibt viele, die auf mein Murmeln hören. Warum nennen sie dich den Schwindler? Ein Name, den ich unglücklicherweise zu Unrecht trage, mein Freund. Ich bin voll und ganz unschuldig, egal welcher widerwärtiger Missetaten ich beschuldigt werde, das versichere ich dir. Der Dieb summt offensichtlich belustigt vor sich hin. Außer natürlich, wenn diese widerwärtigen Missetaten mir die Gunst derer bringen würden, die zurzeit an der Macht sind. Und natürlich war doch noch der Tag, als ich eine ganze Stadt betrog und ihr die Freiheit raubte, indem ich einen Schicksalsbinder und seine Streitmacht durch die Abwässerkanäle einschleuste. Diese Unternehmung hat mir ziemlichen Nutzen gebracht. Wie sah das Leben vor dem Krieg aus? Nicht annähernd so interessant, bequem oder sauber. Der Schwindler zieht einen Bronzedolch aus seiner Scheide an seinem Schenkel. Er lässt die Klinge langsam vor- und zurückwippen. Sie reflektiert das sanfte Licht der Kerzen.
als er etwas Schmutz unter seinen Fingernägeln herauskratzt. Ich bin als Bastard geboren und aufgewachsen. Ich hatte die Stadt nie verlassen, bevor meine Mutter starb und meine Tante mich sofort aus dem Haus warf. Ich habe eine kurze Zeit in den Straßen gearbeitet, aber kein Bett zu haben gefiel mir nicht. Also habe ich ein Empfehlungsschreiben meines guten Adligen mit einer ungesunden Vorliebe zum Spiel erhalten, musste eine Woche lang meine Taschenspielertricks in der Spielhalle einsetzen. Dadurch stand mir die Tür zu den Weisen offen. Ich reiste und meine Augen waren weit aufgerissen, sah die Vellum-Zitadelle, bevor sie brannte. Aber letztendlich befanden die Weisen meine Methoden für zu geschmacklos. Und ich wurde hinausgeworfen, was mich aber nicht davon abhielt, meine Abschlussurkunde zu fälschen. Natürlich, der Schwindler schenkt dir ein schiefes Grinsen. Okay, ich bin auf der Suche nach einem Meisterhändler, jemand, der ausgesuchte Gegenstände verkauft. Dann wirst du mit Tarchan Bronze, Lefans Kreuzung, sprechen wollen. Ich sage dir, dass er Zugang zu den besten Vorratsrouten in den Stufen hat, obwohl er es noch mit seinem letzten Atemzug abstreiten würde. Okay, ich dachte, er würde uns auch was liefern können. Hatte ich das missverstanden? Hast du etwas gefunden, das mich interessieren könnte? Er nickt, ich zeige dir, was ich bereits habe. Ja, großartig, Rastvorräte. Na, danke. Das ist natürlich jetzt ein sehr besonderer Gegenstand. Wir fragen nochmal nach Gerüchten. Ich habe gehört, dass Zauber tatsächlich gegen die Geister wirken, auch wenn das dem widerspricht, was bislang befürchtet wurde. Aber selbst das geringste Wirken von Magie in den Altmauern kann jeden Geist innerhalb von 50 Schritten anlocken. Höchste Vorsicht ist geboten. Ach so. Okay, man holt da mehr Geister möglicherweise noch ran. So, was mit Leichenauge? Na, wenn das nicht der große böse Chef ist, der sich meine Waren anschauen will, handverlesen von den besten Leichen auf dem Schlachtfeld, das kann ich dir garantieren. Die milchigen, toten Augen des Chormannes rollen in ihren Augenhöhlen herum, als er sich spöttisch tief vor dir beugt. Was soll es sein, Chef? Okay, wir gucken mal, was er hat. Oh mein Gott, der hat ja wirklich scheinbar sehr interessante Sachen. Mal gucken, ich bin durchaus auch immer an Zubehör interessiert. Da hat er einen gezackten Fellmantel. Dornen kann nur tötet im Schatten tragen. Okay, selbst diese Sachen können nur einzelne Charaktere tragen. Auch interessant. Hier werden wir bei Zeiten noch darauf zurückkommen. Er hat noch sehr, sehr viel anderes zu besprechen. Aber ich denke, auch das werden wir ein andermal machen. Denn jetzt wollen wir erstmal losreisen. Nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen.